Und damit willkommen zurück zu einer Folge von Pokémon Sinch. Und zwar konnten wir einen weiteren Orden von SpongeBob. Und so sieht er aus. Hiermit hat man also auch gesehen, dass hier jemand steht und mit dem wollte ich mich unterhalten. Simon, gut dich zu sehen. Eine Weile her, seit wir uns das Zimmer gesehen haben. Ja, der Kristall, den du mir gegeben hast, war eine große Hilfe für meine Untersuchungen. Hier, bitte komm mit mir, du solltest dir das anschauen. Tut mir leid, weil es ja so unordentlich aussieht. Ich habe mich auch auf meine eigene Reise vorbereitet. Du bist mit der alten Legende bekannt, oder? Ein Stern ist vom Himmel gefallen und hat den Menschen in antiken Zivilisationen großes Wissen gegeben. Mit diesem Wissen bauten die Leute eine große Stadt aus Gold, mit dem Stern in ihrer Mitte. Allerdings, Moment. Allerdings wurden die antiken Leute selbstgefällig und ein böser König wollte mehr Macht. Der Stern ist zurückgekehrt, wohin er gekommen ist, und hat das Wissen mitgenommen, wodurch dann die goldene Stadt zu Ruinen wurde. Es ist quite eine charmante Legende, eine Warnung, die Gaben auszunutzen, um es nicht als selbstverständlich anzunehmen. Nehmen, was man hat. Aber was, wenn ich dir sagen würde, dass die Geschichte wahr ist? Dass die antiken Europäer etwas wussten, was wir nicht tun. Dass die Stadt der Gold keine bloße Legende ist. Nach Jahren von Untersuchungen, ich weiß nicht, dass es real ist. Die Zeichen sind klar. Die Antiken. Treibs hatten halt Dutzende von Stein zum Kampf machen. So. Er hat halt alle eine ähnliche Geschichte erzählt. Der Sternkristall war ein Fragment davon. Ich möchte dich von der Reise nicht abhalten, aber kannst du mir bitte helfen? Nenn um der Zeit um mein Angebot nachzudenken, Simon.
Mit deiner Hilfe können wir vieles Großartiges erreichen. Simon, wie geht's mit deinem Pokédex weiter? Für seinen Orten. Es ist nett, den Personen kennenzulernen. Oh, du bist Markus Assistent, nicht wahr? Diese junge Frau da drüben. Die Advisor und I. Ja, sagen wir mal, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ich nehme an, du weißt, kennst ihn, oder? Wäre es sicher an der Zeit, dass du und Professor Mangrove auch Unterschiede beiseite setzen? Es muss Jahre her sein, seit ihr das letzte Mal gesehen habt. Ihr wart doch mal Freunde. Bist du wirklich in einer Position, mich über meine eigene Vergangenheit zu lehren? Das war alles, was ich sage, ist. Ich habe jetzt genug davon. Ich habe nichts mit diesem. Mit diesem engstirnigen Fossil zu bereden. Hey, immerhin ist er ein eigentlicher Professor und kein verbitterter Alter, der halt in Geschichtsbüchern rumhängt. Simon, behalte mal die Quelle all deiner Informationen im Gedächtnis. Dasselbe Ereignis kann sehr unterschiedlich aussehen von bei verschiedenen Ansichten. Du solltest darauf achten, mit dem du dich einlässt. Und vor allem, gib niemals deine Träume auf. Manchmal sind es alles, was du hast. Das habe ich jetzt ganz schön vermasselt. Ich dachte wirklich, dass wir es so weit begraben hätten. Tut mir leid, dass du es gesehen hast. Es muss ja das Unwohl gefühlt haben, in Details zu gehen. Aber er und Markov waren eins Freunde, die sich sehr nah standen. Aber die hatten sich halt über die Untersuchung gestritten. Das war vor meiner Zeit. Aber es war wohl schlimmer, als ich dachte. Es war schön zu sehen, dich zu sehen. Soll ich dir von deiner Mutter geben? Das ist doch nett von ihr. Hallo Liebling, hoffentlich hast du die Schuhe noch nicht durchgetragen. Hier, nur für den Fall, hier ist ein nettes Geschenk. Falls du mal was Zeit hast, kannst du ja mal besuchen kommen. Während ihr jetzt noch etwas Seewasser sammeln. So ist, dann werde ich jetzt noch ein paar Schutz kaufen und dann erstmal zurückgehen zu der Mutter. Ja, auch schon mal dann
Ja, das ist ja der letzte Part. Dann könnt ihr dann sagen, wie hat euch das Let's Play denn so gefallen und wie hat euch vor allem denn das Spiel gefallen? Soweit ich gehört habe, wird es nicht fortgesetzt. Würde dann trotzdem interessieren, wie findet ihr das? Wie findet ihr dann die bestimmten Elemente? Was fandet ihr dann gut, was nicht so, so gut? Solche Sachen halt. Aber ich glaube dann auch, dass halt ein schöner Teil ist, das Spiel abzuschließen, indem man jetzt wieder zur Mutter geht. Die meint ja, man sollte sich mal melden. Das wird jetzt auch gemacht. Hier kann man sich entscheiden, ob Rebell oder Super Rebell. Theoretisch kann man hier noch die Pokémon entwickeln und so weiter, aber ich weiß jetzt nicht, ob es sich das da lohnt, dann noch das ganze Leveln aufzunehmen dafür. Ich würde sagen nicht, aber weiß, vielleicht wollt ihr euch das dann selbst ansehen. Immer mal ein bisschen Schutz sparen und schon kommen ja all die Pokémon aus den Gebüschen gerannt. Kann ich da mal wieder? Slingerforce, das sind immer noch die Bären, die wir da mal gemacht und gebaut haben. Glaube, für die Abkürzung werde ich da mal.
ganz schön weit gespart. Fällt mir denn dazu ein, also was ich jetzt von den neuen Pokémon gesehen habe, hat mir schon gefallen. Mir gefällt halt auch die Idee, also die Inspiration, was dahinter steckt. So kann auch bestimmt was werden, hat man schon ein paar Ansätze gesehen. Das ist viel, also hat halt noch keine Ahnung, was jetzt mit dem Team aus sich hat. Dann kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich nehme mal an, dass die irgendwas mit dem legendären Pokémon wollen, aber was jetzt genau und wie die das machen wollen. Nein, keine Ahnung. Kaufe zur Vorsicht nochmal. Ich glaube ja von hier. Was gibt's noch zu sagen? Ach ja. Ich fand das noch nett, dass man hier auch neue Items hatte. Dann ein bisschen extra Effekten, kann auch nicht schaden. Was man jetzt natürlich auch, glaube ich, sagen kann, was dann. Wenn man das jetzt mit anderen Fangames vergleicht, würde ich sagen, dass man hier jetzt dann gezwungen ist, die Fightings beizubringen, finde ich aber schade, weil ja in anderen hat man ja Lösungen gefunden, wie man das auch ohne schafft. Oder zumindest dann zeitweise auf die verzichten kann. Bei Uranium war es ja dann, dass man da Items hatte und mit Reborn, dass man die halt dann auch bei nutzen konnte, ohne die beizubringen. Haben wir es auch gleich geschafft. Das ist dann ein kürzerer Part. Aber man konnte ja nicht damit rechnen, wie lange das noch wird. Ich halte den nicht mehr. Ich glaube, dann gehe ich zuerst noch zum Professor. Das ist
Matthias Haus, dann da mal vorbeischauen. Das ist jetzt der letzte Part, dann werde ich nochmal das hier machen. Immerhin habe ich das ja nach unserer Rivalen genannt. Also meine Schwester, guten Tag sagen und deine Mutter. Ich glaube, so kann ich das dann belassen. Es war schön zu sehen, dass ihr alle eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht es dann mit einem anderen Spiel weiter. Ihr wisst ja welches. Macht's dann gut. Bis dann. Tschüss.